Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu The Market Live. Es ist Montag, der 4. Juli. Es freut mich sehr, sind Sie alle dabei. Wir haben, ich muss es Ihnen nicht sagen, sehr, sehr anspruchsvolle Märkte momentan. Das erste Halbjahr ist soeben vorbei. Und wenn wir auf die letzten 6 Monate zurückblicken, dann war es sowohl mit Anleihen als auch mit Aktien sehr, sehr schwierig, Geld zu verdienen. Das Umfeld im ersten Halbjahr war geprägt von Inflation, von einer geldpolitischen Verknappung, vom Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt vom Covid in China. Und diese Faktoren, die haben sich vermengt zu einem, ja, wie gesagt, sehr anspruchsvollen Umfeld. Man hat mit Bonds seit Beginn des Jahres etwas mehr als 15% verloren. Die Zinsen sind gestiegen. Aktien je nach Index haben wir Minus von rund 20% gesehen. Der SMI in der Schweiz etwas weniger. Der Nasdaq fast 30%. Also wirklich ein schwieriges Umfeld. Wir haben heute einen Gast bei uns und es freut mich sehr, Ihnen Dr. Martin Lück vorzustellen. Er ist Leiter Kapitalmarktstrategie für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa bei BlackRock. Herr Lück, herzlich willkommen. Schön, sind Sie dabei. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dietli. Freut mich, dabei zu sein. Nun, ich habe einen ganz, ganz kurzen Rückblick gegeben. Das erste Halbjahr war schwierig. Jetzt, Herr Lück, ich möchte den Ball gleich zu Ihnen spielen. Ich möchte noch ganz, ganz kurz, entschuldigen Sie, zwei Dinge in eigener Sache. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können selbstverständlich wie immer Ihre Fragen stellen. Und zwar lade ich Sie ein, Ihre Fragen schriftlich einzugeben mit der F- und A-Funktion. Sie finden diese im schwarzen Balken im unteren Bereich Ihres Zoom-Fensters. Und ich werde mein Möglichstes geben, alle Ihre Fragen während unserer Diskussion auch am richtigen Ort einzuweben. Und der zweite Punkt, dieses Webinar wird wie immer aufgezeichnet und ich werde es dann entweder im Lauf des heutigen Abends oder morgen im Verlauf des Vormittags auf themarket.ch publizieren. Sie können sich das Ganze also nochmals in Ruhe anschauen. Doch damit jetzt spiele ich den Ball sehr gerne an Sie, Herr Lück. Wenn wir jetzt auf das zweite Halbjahr schauen, das Umfeld, wie schätzen Sie die Lage für die Finanzmärkte momentan ein? Ja, Herr Dietli, vielen Dank. Sie haben es ja auch schon eben gesagt. Das Jahr hat begonnen mit dem Blick auf mehrere Risikofaktoren, die am Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel schon absehbar waren. Da war zum einen die geopolitischen Risiken, so haben wir es damals noch bezeichnet zu dem Zeitpunkt, also den sichtbaren Truppenaufbau Russlands an der Grenze zur Ukraine. Zweitens, wir haben, wie Sie auch angesprochen haben, Covid-Risiken nach wie vor gesehen. Wir haben die Omikron-Variante gerade im Blick gehabt und wussten nicht genau, was macht die mit unserer Wachstumsgeschichte. Auch da viel Unsicherheit und natürlich der Punkt, wo das dann zusammenkam letzten Endes, die Zentralbanken, die das Ganze im Zusammenhang mit ihrer Normalisierung der Geldpolitik heraus aus der Covid-Pandemie in ein normaleres geldpolitisches Umfeld zu begleiten haben würden. Und was wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst haben, ist, dass alle drei dieser Faktoren, sowohl die Covid-Entwicklung als auch die geopolitische Entwicklung, die zu dem furchtbaren Angriffskrieg in der Ukraine geführt hat, letzten Endes viel, viel heftiger sich entwickeln würden. Bei Covid haben wir sehr stark auf unsere Heimatregion geschaut. Wir haben aber vernachlässigt, was sonst noch in der Welt passieren kann. Und China hat sich viel schlimmer entwickelt. Und dadurch haben sie die Angebotspreise viel stärker gestiegen. Die wurden auch verstärkt nochmal durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Und so wurden die Zentralbanken, die ohnehin vorhatten, die Geldpolitik zu normalisieren, die wurden jetzt praktisch getrieben durch davonlaufende Inflation. Und das hat zu diesem Szenario, das Sie gerade auch gekennzeichnet haben, geführt, nämlich dass wir sowohl bei den Obligationenpreisen dramatische Rückschläge hatten durch die gestiegenen Zinsen, die sind ja praktisch invers verbunden, und natürlich auch massive Rückschläge bei den Aktienmärkten. Und wenn Sie beides zusammennehmen, die 15% etwa, die wir verloren haben im Bereich der Anleihen und die 20-30%, die wir verloren haben an den Aktienmärkten, dann kommt dabei raus, dass wir für typische gemischte Portfolien, die bestehen nun mal zum größten Teil aus Aktien und Anleihen, den größten Verlust haben in den letzten 60 Jahren. Sowas ist untypisch, weil normalerweise
wenn Aktien fallen, Anleihen steigen oder zumindest einen Teil der Verluste puffern oder sich zumindest nicht auch so negativ entwickeln, dass das gleichzeitig stattfindet, was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist ein klassisches Stagflationsszenario. Ein Szenario nämlich, in dem die Erwartung vorherrscht, dass die Wirtschaft stagniert und andererseits die Inflation trotzdem hoch bleibt. Und genau das haben wir jetzt gesehen. So, jetzt zu Ihrer Frage. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Den musste ich noch mal kurz beleuchten, um zu dem Ausblick auf die zweite Jahreshälfte zu kommen. Das ist nämlich wichtig, weil meine Wahrnehmung ist, dass in dem Moment uns gerade in der Phase befinden, wo das, was die erste Jahreshälfte maßgeblich getrieben hat, nämlich die Zinsängste, so ein bisschen abebbt, ja, so ein bisschen weniger dramatisch wird. Aber was jetzt wahrscheinlich in den Fokus tritt, ist eher eine Angst vor zurückgehenden Gewinnen, also praktisch eher die Wachstumskomponente des ganzen Bildes, die Aussicht auf schwächeres Wachstum, auf eventuell Stagnation oder sogar Rezession in großen Teilen der Welt und damit eine Entwicklung, die dann, wenn die zweite Jahreshälfte sich tatsächlich so entwickelt, wie wir zum Beispiel jetzt gerade in der vergangenen Woche gesehen haben, das war vielleicht ein ganz gutes Beispiel, da haben wir schwächere Wachstumsindikatoren aus Amerika gesehen zum Wochenausklang. Und wie hat der Markt reagiert? Er hat mit einer gewissen Erleichterung an der Zinsfront reagiert, aber er hat natürlich negativ auf der Aktienseite reagiert. Und das genau so ein bisschen wie, wenn das ein Zeichen war für die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir bei Zinsängsten keine so starken weiteren Steigungen mehr sehen werden, unter der Prämisse natürlich, dass die Inflation jetzt auch nicht noch weiter davon galoppiert, aber dass die abschwächende Wachstumsdynamik auch die Zentralbanken so ein bisschen zur Realisierung zwingt. Wir können nicht in eine sich stark abschwächende Wirtschaft noch stark weiter hineinbremsen und dass dann die Zentralbanken den Fuß von der Bremse nehmen, sodass dann der Ausblick für die Obligationen der zweiten Jahreshälfte tendenziell eher ein bisschen besser wird. Für Aktien aber zunächst mal bis auf den Punkt, wo es dann wirklich absehbar wird, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben, noch eine ganze Weile schlechter werden kann. Würden Sie denn sagen, wir haben ja in den letzten 3-4 Wochen gesehen, dass die Obligationenrenditen eher wieder etwas runtergekommen sind. Die 10-Jährigen in den USA hatten ihren Höhepunkt bei etwa 3,3%. Wir sind jetzt wieder deutlich unter 3. Würden Sie mit Stand heute sagen, dass wir den Höhepunkt da bereits gesehen haben? Das ist durchaus möglich, allerdings nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Warum glaube ich, dass man es noch nicht mit letzter Sicherheit sagen kann? Der Grund ist einfach, dass die amerikanische Notenbank den Glauben der Märkte daran, dass sie bereit ist, sehr massiv auf die Bremse zu treten und den Zins sogar über das neutrale Niveau, also das Niveau, bei dem die Volkswirtschaft nicht gebremst wird, hinaus zu heben. Ja, wir reden inzwischen ja von Markterwartungen, die gehen Richtung 3,5, für nächstes Jahr sogar Richtung 4% bei der Fed Fund Target Rate, also beim Leitzins in den Vereinigten Staaten. Das wäre ein Zinssatz, bei dem die Wirtschaft ohne Zweifel gebremst wird. Jetzt darf aber natürlich die amerikanische Notenbank nicht zu schnell sagen, nee, wir werden uns hier, wenn Wachstumssorgen auftreten, dann werden wir uns ganz schnell von dieser Geschichte wieder verabschieden. Wenn sie das tut, dann riskiert sie natürlich, dass dann die Inflationserwartungen sich wieder nach oben bewegen, was man genau nicht will. Das heißt, solange man irgendwie kann und solange wirklich der Schmerz in der Volkswirtschaft noch nicht spürbar ist, wird man dieses Narrativ vermutlich aufrechterhalten wollen. Und so lange, glaube ich, auch bleibt der Gegenwind für amerikanische Bonds. Da wird es dann wenig Erholung geben. Da kann es eben dann sein, dass man nach einer Erholung von 3,30 auf 2,80, 2,90 durchaus auch nochmal wieder eine Entwicklung sieht, die über 3 geht und damit natürlich mit den entsprechenden Kursverlusten einhergeht. Wir haben ja jetzt an den Märkten doch schon einige Zeichen, die auf eine deutliche Konjunkturabschwächung, vielleicht sogar auf eine Rezession hindeuten. Die Zinskurve ist flach bis invers, der Kupferpreis ist deutlich gesunken, konjunkturelle Vorlaufindikatoren wie die Einkaufsmanager-Indizes, die zeigen auch nach unten. Wie ist da momentan Ihr Bild? Gehört eine Rezession im Laufe der nächsten 18 Monate für Sie zu einem realistischen Szenario? Das ist allemal ein realistisches Szenario. Die Frage ist, muss es dazu kommen? Die Antwort ist eindeutig nein. Es gibt im Moment noch genügend andere Möglichkeiten, wie man sich die Entwicklung vorstellen kann, dass auch die amerikanische Volkswirtschaft eine Rezession durchaus
vermeiden kann. Wenn man sich die Einkaufsmanager-Indizes beispielsweise anschaut, die sind ja so gebaut, dass sie über 50 noch eine Expansion der Wirtschaft anzeigen. Und die sind ja durchaus noch im positiven Bereich. Also bisher sind wir noch nicht von den wirtschaftlichen von den Vorgaben der Frühindikatoren in einem Bereich, der notwendigerweise auf Rezession hindeutet. Aber es ist einfach die Rhetorik auch der Fed-Vertreter, der Notenbank-Vertreter, die immer stärker darauf hingedeutet haben, ja, notfalls würden wir sogar volkswirtschaftlichen Schaden in Kauf nehmen, wenn das der Preis dafür ist, dass wir die Inflation einfangen. Nun muss man dazu sagen, dass die Fed-Vertreter natürlich genauso wie alle anderen Volkswirte wissen, dass man angebotsgetriebene Inflation sehr, sehr schwer einfangen kann als Zentralbank. Man kann aber verhindern, dass sie zu sogenannten Lohnpreisspiralen führt. Und das ist eben genau der Punkt, was die amerikanische Notenbank im Moment versucht zu erreichen. Der zweite Punkt, den man sich dann fragen kann, nachdem man die Frage beantwortet hat, gibt es jetzt eine Rezession oder gibt es keine? Also wie gesagt, diese Frage ist noch offen. Und dann kommt man zu dem Punkt, wenn Rezession, ist es dann eine sogenannte technische Rezession? Das ist praktisch eine, bei der Volkswirte sagen, naja, die volkswirtschaftliche Entwicklung taucht so ganz gerade eben unter die Nulllinie, sodass nach den Definitionen, die die Volkswirte dafür haben, also zwei Quartale hintereinander, eine Schrumpfung in fortlaufender Schreibweise sozusagen, also sequenzielles Wachstum, dann würde man schon von einer Rezession sprechen, aber die wäre im Grunde ja nicht wirklich schwer und auch nicht wirklich lang. Und dann gibt es natürlich die dritte Variante, eine lange, tiefe, schwere Rezession. Die würde ich im Moment nach den heutigen Vorgaben noch für relativ unwahrscheinlich halten. Da müssten sicherlich noch mehrere Dinge zusammenkommen, die das dann bewirken. Nichts ist heute unmöglich. Die Unsicherheit ist extrem hoch und wir sehen, was jeden Tag dort draußen in der Welt passiert. Das hätten wir vor kurzer Zeit alles noch für ziemlich verrückt gehalten. Also insofern sollte man mal gar nichts ausschließen. Aber ich würde im Moment die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch halten, dass wenn die amerikanischen Volkswirtschaften in die Rezession geht, dass es dann eine technische oder eine wahrscheinlich eher kurze und flache Rezession wird. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, die Gewinnschätzungen der Analysten, wenn wir die auf aggregierter Basis betrachten, die sind ja immer noch sehr hoch. Im Prinzip, da ist noch nichts an Erwartungen eines deutlichen Abschwungs oder sogar einer Rezession enthalten. Sehe ich das richtig so? Und wie muss man das einschätzen? Ja, ich denke, das sehen Sie zum größten Teil zumindest richtig. Wir sehen erste Zeichen davon, dass die Gewinnschätzungen zurückgenommen werden. Aber Sie haben recht, da ist noch jede Menge Luft. Vor allen Dingen dann, wenn wir tatsächlich in ein Rezessionsszenario gehen, da muss man wirklich genauer hinschauen, welche Sektoren betrifft das dann. Aber der Punkt ist der, dass die Schätzungen von Analysten meistens eher ein nachlaufender Indikator sind. Ich habe selbst knapp 20 Jahre lang mit Unternehmensanalysten sehr eng zusammengearbeitet und weiß, wie diese Schätzungen zustande kommen. Und das sind meistens eher nachlaufende Indikatoren. Die werden meistens relativ spät erst angepasst. Und zwar dann, wenn die Unternehmen selbst anfangen, skeptischer in die Zukunft zu schauen. Es gibt ganz wenige Analysten, die sich aktiv gegen die sogenannte Guidance der Unternehmen stellen, die sie covern, die sie analysieren. Ja? Das hat einen engen Zusammenhang, weil es da auch meistens gute persönliche Beziehungen gibt und so weiter. Und wenn dann erst wenn die Unternehmen selbst skeptischer werden, dann ändern die Analysten ihre Modelle, dann werden die neu kalibriert und neu durchgerechnet und dann gehen diese neuen Gewinnschätzungen in den Konsensus ein und aufgrund dieses Konsensus werden dann die neuen Bewertungen für die Märkte gerechnet, weil dann wird praktisch der Marktkurs, der Kurs gerechnet durch die dann geltenden Gewinnschätzungen, sagen wir mal für die nächsten 12 Monate. So kommt dann diese Bewertung zustande. Und deshalb ist das meistens ein Indikator, den man nicht als Vorlaufindikator betrachten darf, sondern im Gegenteil muss sich darüber klar sein, dass der eigentlichen Entwicklung eher ein Stück hinterherläuft. Und deshalb werde ich jetzt mein Augenmerk auch sehr stark richten darauf, jetzt beginnt ja in den nächsten Tagen die Berichtssaison für die Gewinner des zweiten Quartals. Ja, das zweite Quartal ist zu Ende und jetzt ein paar Tage später werden die ersten Unternehmen anfangen zu berichten. Und im Zuge dieser Berichte wird ja auch immer an, das machen ja meistens die Finanzvorstände, die dort vortragen. Und die tragen dann ja auch vor, wie sie den Ausblick in die nächsten Monate und Quartale sehen. Also die sogenannte Guidance, der Ausblick auf die unmittelbare Zukunft. Und da kann man dann schon ein Gefühl dafür bekommen, wie die Unternehmen sich positionieren, ob sie vorsichtiger werden, ob sie selber ein bisschen vielleicht die Erwartungen reduzieren wollen, um am Ende dann nicht den Kapitalmarkt enttäuschen zu müssen. Das ist ja auch sehr wichtig für Unternehmen. Das ist so ein bisschen die Mechanik dahinter. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass Sie recht haben, dass es noch erheblich Raum gibt für reduzierte Gewinnschätzungen.
Und das wird dann vermutlich auch, weil die Vielfachen, mit denen der Markt operiert, dann natürlich auch, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Markt unbedingt akzeptieren möchte, dass eine Ausweitung der Vielfachen akzeptabel wäre, was in einer solchen Marktphase sehr ungewöhnlich wäre, dass dann auch die Kurse entsprechend zurückkommen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wenn Sie sagen, wenn ein Prinzip allgemein bekannt ist an den Märkten, dass die Gewinnschätzungen der Analysten eher nachlaufend sind, könnte es denn nicht sein, dass eine Abschwächung, eine konjunkturelle Abschwächung ohnehin längst eingepreist ist und dass der Markt bereits durch diese Phase hindurchblickt? Ja, ich denke, das ist eben, wie ich eben sagte, das ist für einige Unternehmen bereits der Fall. Das ist mit Sicherheit auch schon drin oder es hat zumindest angefangen. Wobei ich glaube, dass in vielen der Sektoren, gerade auch der Sektoren, die zum Beispiel so typische, in zyklischen Bereichen unterwegs sind, sehr stark global gehandelte Güter, dass die von den gesamten möglichen Effekten, die wir sehen, noch gar nicht betroffen sind. Denken wir alleine daran, dass die Lockdowns in China ja noch gar nicht lange wieder aufgehoben sind. Das heißt zum Beispiel, dass wir Auswirkungen auf die Produktionsketten vermutlich erst über die nächsten Monate sich jetzt entwickeln sehen und dass das vermutlich noch nicht komplett in den Schätzungen drin ist, würde ich erwarten. Das haben wir gelernt 2020, als der Lockdown in China ähnlich lange gedauert hat wie jetzt in Shanghai und die Auswirkungen auf die Lieferketten, die waren Monate später noch spürbar und das wird vermutlich erst noch in den nächsten Monaten in die Schätzungen eingebaut. Also ich gebe Ihnen recht, ein Teil ist das sicherlich schon in den Kursen und auch in den Gewinnschätzungen reflektiert, aber eben noch nicht komplett. Und ich glaube eben, es ist noch deutlich mehr Raum für Anpassung, was die Gewinnschätzungen angeht und das vor allem nach unten. Wir hatten ja im Ende Mai, Anfang Juni gab es mal eine Phase an den Märkten, wo plötzlich die Hoffnung aufkeimte, dass die US-Notenbank vielleicht schon im September eine Pause einlegen könnte. Quasi den Fuß erstmals von der Bremse nehmen könnte. Und das hat vor allem bei Wachstumsaktien zu einer Erholungsrally geführt. Die wurde dann relativ schnell wieder zunichte gemacht, als die neuen Inflationszahlen publiziert wurden. Diese Hoffnung, dass die Fed vielleicht bald schon den Fuß von der Bremse nehmen könnte, ist die in Ihren Augen berechtigt? Oder anders gesagt, sehen Sie die Möglichkeit, dass wir tatsächlich schon diesen Herbst eine Pause sehen könnten in der geldpolitischen Verknappung? Nein, wir sind ja jetzt schon im Juli, deshalb halte ich das für relativ unwahrscheinlich, dass es im September schon dazu kommt, dass die Fed praktisch diese Kehrtwende einlegt. Wir erwarten, dass das passiert, dass im Grunde man dann selber so ein bisschen seine vorherigen auch forschen Ankündigungen einkassiert, also dass auch der sogenannte Dot-Plot, also da, wo ja im Grunde die Schätzungen der einzelnen FOMC-Mitglieder auch grafisch niedergelegt sind, dass der sich dann wieder etwas reduziert oder etwas freundlicher gestaltet, aber vermutlich noch nicht im September. Ich denke, dass die Fed jetzt versuchen wird, so lange wie irgend möglich dabei zu bleiben. Wir müssen ja auch sehen, wir bekommen jetzt im Juli und August bis zum nächsten Fed-Termin noch zwei Datenpunkte vielleicht. Ja, und selbst wenn wir jetzt eine tatsächliche Plateaubildung beispielsweise bei der Inflationsrate sehen, dann würde das vermutlich kaum ausreichen, weil das Niveau nach wie vor sehr hoch ist. Selbst wenn sich das Momentum verändert, also die Bewegung, also dann könnte man trotzdem von einem nach wie vor hohen Niveau reden, dass die Fed auch für die Fed rechtfertigen würde, einen solchen Schritt zu machen, einen beherzten Schritt zu machen, sagen wir mal 50 Basispunkte. Und die Alternative wäre natürlich auch, dass wir wirklich richtig schlechte Konjunkturdaten bekommen. Ja, dass zum Beispiel jetzt die Einkaufsmanager-Indizes in diesen zwei Datenpunkten, die wir jetzt noch sehen werden, bis zur nächsten Fed-Entscheidung deutlich unter die 50 fallen. Dass wir sehen, die US-Wirtschaft befindet sich jetzt schon sichtbar auf dem Weg in die Rezession. Dann ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ich halte das eben für relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Abschwächung ja, aber eben nicht so ein regelrechter Absturz. Und dann nochmal, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch für die FOMC-Mitglieder jetzt diese geschlossene Haltung zu bewahren und zu sagen, wir stehen zu unserem Wort, wir wollen die Inflation in den Griff bekommen, wir wollen die Inflationserwartungen in den Griff bekommen, wir wollen verhindern, dass es eine Lohnpreisspirale gibt. Jetzt beispielsweise am Freitag haben wir die Payrolls, den Arbeitsmarktbericht. Und die wichtigsten Zahlen da drin sind nicht die Zahl der neu geschaffenen Stellen. Die wichtigsten Zahlen sind
Lohnwachstum, das war zuletzt 5,2% in den USA, und setzt sich das weiter so fort, dann ist natürlich da ein erheblicher Treiber auch für die Dynamik. Sollte der Arbeitsmarkt noch knapper werden, die Arbeitslosenquote vielleicht noch weiter runterkommen und die Lohndynamik sich wieder nach oben entwickeln, dann hätte die Fed sogar ein Argument mehr zu ihrer September-Entscheidung zu stehen. Nein, wenn eine Zentralbank oder nennen wir mal die großen Zentralbanken, Fed, EZB und Bank of England, jetzt in der westlichen Welt, jetzt mal abgesehen von der Bank of Japan, die natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, aber die so ein bisschen ein Eigenleben führt. Aber unter diesen drei Zentralbanken wird vermutlich die Bank of England die erste sein, die das Handtuch wirft und sagen, wir haben hier so massive Rezessionsrisiken inzwischen in UK, wir müssen aufhören mit den Zinserhöhungen, wir müssen uns zurückziehen von dieser Strategie. Und die nächste wird dann wahrscheinlich die EZB sein, die dann signalisiert, nach den ersten Zinsanhebungen geht es nicht weiter. Wir gehen jetzt erstmal, fahren jetzt erstmal auf Sicht, und dann erst wird wahrscheinlich im Herbst die Fed folgen. Das ist so die Reihenfolge, die wir uns dabei vorstellen. Die EZB ist ja insofern interessant, die haben ja noch nicht mal begonnen, die Zinsen so anzuheben. Und nur schon, als sie begonnen haben, verbal die Märkte vorzubereiten auf einen ersten Zinsschritt, jetzt wahrscheinlich im Juli, sind die Spreads innerhalb der Eurozone, also zwischen Deutschland und Italien zum Beispiel, gleich auseinandergestrebt. Es brauchte sogar eine Notsitzung des EZB-Rats. Wie schätzen Sie dieses Spannungsfeld ein, dass die EZB hier einerseits, haben es auch mit sehr hoher Inflation zu tun, aber gleichzeitig immer auch diese Zentrifugalkräfte oder diese Fragilität innerhalb des Eurosystems, dass die da sofort hochkochen? Wie kann die EZB überhaupt mit diesem Spannungsfeld umgehen? Ja, das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, und das rührt natürlich wieder an die alten Inkonsistenzen des Euroraumes. Wir alle wissen, oder zumindest die Volkswirte unter uns wissen, dass der Euroraum ein nicht optimaler Währungsraum ist, und man weiß auch genau, zu welchen Problemen das führt, nämlich dass es immer zu realwirtschaftlichen Anpassungen kommt, zu realwirtschaftlichen Knirschen im Getriebe sozusagen, wenn es dann Spannungen gibt, wenn das Wechselkursinstrument als Ausgleichsmechanismus entfällt. Das ist in einer Währungsunion ja per Definition der Fall. Genau das ist das, was wir jetzt sehen. Und der Markt nimmt das auch wie so ein Seismograph sehr sensibel wahr. Wenn die Zinsen also steigen, und die sind natürlich im Gefolge der Ankündigung der EZB, Sie haben recht, die EZB hat noch nicht die Zinsen erhöht, aber sie hat es angekündigt, weil sie unbedingt konsistent bleiben wollte mit ihrer eigenen Ankündigung. Man hat ja erst gesagt, erst beenden wir das Anleihekaufprogramm, dann die erste Zinserhöhung. Und um da wirklich auch treu zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, hat man gesagt, dann machen wir die erste Zinserhöhung halt nicht schon im Juni, wo wir sie ankündigen, sondern tatsächlich erst im Juli. Der Punkt ist der, im Zuge dieser Ankündigung sind die Zinsen ja schon dermaßen nach oben geschnellt, dass wir nicht nur eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen haben, sondern auch eine Differenzierung der Finanzierungsbedingungen. Und das ist natürlich etwas, was komplett unerwünscht ist in einem Währungsraum. Das heißt, wir sehen auf einmal, dass sich die Finanzierungsbedingungen dramatisch verschärfen. Sie haben es angesprochen, die Spreads, die Risikoaufschläge für Südeuropa sind dramatisch rausgelaufen, weil der Markt sofort wieder im Prinzip das Euro-Krisenrisiko vor Augen hat. Das Risiko nämlich, dass der Euro für unterschiedliche Länder zu einer Belastung werden könnte, beziehungsweise dass sich die Finanzierungsbedingungen völlig unterschiedlich auseinanderentwickeln würden und unterschiedlich scharf verschlechtern werden. Und genau das macht es erforderlich, dass die EZB vermutlich, wenn sie weiter so agieren will, als sei sie nur eine Zentralbank für welches Land auch immer. Ja, die EZB ist eine komplexe Institution schon deshalb, weil sie für einen heterogenen Währungsraum spricht. Das ist nicht eine Zentralbank, die mit einer Regierung zu tun hat, sondern eine Zentralbank, die mit 19 Regierungen zu tun hat. Und das ist viel komplexer. Und jetzt muss man eben im Grunde sagen, dass die EZB erst dann wirklich sich verhalten kann wie eine normale Zentralbank in Anführungszeichen, also zum Beispiel bei Inflation entsprechend die Zinsen anheben, wenn sie das für richtig hält, wenn die Fragmentierungsrisiken im Griff sind. Nämlich wenn es Möglichkeiten gibt, das zu verhindern, was genau der Markt mit diesem Rauslaufen der Risikoprämien spielt, nämlich letzten Endes oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit einzupreisen, dass der Euro diese ganze Veranstaltung nicht überlebt. Nichts anderes steckt dahinter. Es ist die Fragmentierungswahrscheinlichkeit, die da eingepreist wird. Und genau deshalb hat die EZB auch diesen Notgipfel eingerufen, und genau deshalb wurde auf dem Notgipfel auch beschlossen, die fällig werdenden Anleihen aus dem Pandemieprogramm,
das Geld fließt ja dann zurück und die EZB kann im Prinzip neue Anleihen kaufen. Und welche wird sie dann kaufen? Sie wird primär welche von Südeuropa kaufen. Also sie wird im Prinzip da schon einen Teil nutzen, um die Zinslasten in Südeuropa zu erleichtern. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir dieses Thema relativ bald vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland sehen werden. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter. Aber das reicht noch nicht und die EZB weiß das auch. Und deshalb wurde auch beschlossen, ein neues Antifragmentierungsinstrument auf den Weg zu bringen. Das ist praktisch ein Instrument, das es der EZB erlauben wird, die Zinsen zu erhöhen, ohne dass dabei der Markt sofort davon ausgehen muss, dass das die Lasten für Südeuropa in unerträglicher Weise erhöht. Wie das funktionieren soll, ist noch nicht so ganz bekannt. Und wie das vor allen Dingen funktionieren soll, ohne dass die EZB ganz gezielt dann eben nur Anleihen von Südeuropa kauft, um deren Finanzierungskosten zu senken, weil wiederum das wäre verfassungsrechtlich bedenklich. Das bleibt eine offene Frage, aber jetzt sind die Arbeitsgruppen dran und auf das Ergebnis dieses Antifragmentierungstools, das da geschaffen werden soll, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe zu diesem Thema gleich eine Anschlussfrage aus dem Publikum. Simpel gesagt, Ihrer Ansicht nach, reichen diese Ankündigungen der EZB denn? Oder sehen Sie wieder eine reelle Gefahr, dass es zu einer Euro-Krise 2.0 oder zu einem drohenden Auseinanderbrechen des Euro-Systems kommt in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube, da hilft ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Wenn wir uns mal das Jahr 2012, also das ist jetzt fast genau 10 Jahre her, die berühmte Rede von Draghi in London, die Whatever It Takes-Rede, war am 26. Juli 2012. Also das ist ja fast genau 10 Jahre her. Und damals hat es genügt, dieses Commitment der EZB zu machen, zu sagen, wir machen alles, wir werden nicht zulassen, dass der Euro auseinanderbricht. Und dann wurde ja im Grunde auch damals wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, die dann beauftragt wurden von Draghi, diese Instrumente zu entwickeln. Heraus kamen damals die sogenannten Outright Monetary Transactions, OMT. Das ist ein Instrument, das gibt es seitdem. Das ist ein Instrument, das würde es praktisch der EZB erlauben, wenn ein fragiler Zustand festgestellt wird, zum Beispiel einer Volkswirtschaft, nennen wir sie mal Italien, dass dann die EZB ganz gezielt italienische Anleihen kauft, um diese Risikoaufschläge runterzubringen, um diese Finanzierungslasten von den italienischen Steuerzahlern zu nehmen. Nur, und das ist der große Haken dabei, OMT bedingt ein Programm, eine Konditionalität. Das heißt, im Grunde würde sich das italienische Finanzministerium Vorgaben der EZB, der EU-Kommission und eventuell sogar des IWF unterwerfen. Also im Prinzip würde sich Italien damit einer Fremdsteuerung seiner Wirtschaftspolitik ausliefern, so ähnlich wie das Griechenland getan hat am Höhepunkt der Euro-Krise. Und das ist natürlich ein Verlust an Reputation, ein Gesichtsverlust, den sich keine Regierung freiwillig antut. Und deshalb ist das Bestreben des neuen Antifragmentierungsinstruments auch so etwas zu schaffen wie ein OMT-Programm ohne Konditionalität. Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ob das gelingt und ob man dann sofort wieder die zumindest deutschen Verfassungsrichter auf den Plan rufen wird, das würde ich mal ganz stark erwarten, weil es gibt hier in Deutschland so viele, die dann nur darauf warten, dass die EZB das tut und dann sofort nach Karlsruhe zu rennen und die nächste Beschwerde zu starten. Aber man hat gesehen vor 10 Jahren, dass die Ankündigung wirkt. Ja, damals hat es auch nicht sehr lange gedauert, ungefähr ein halbes Jahr, bis dieses Instrument dann wirklich auf dem Tisch lag. Man muss dann natürlich auch mit etwas kommen, was den Markt überzeugt. Wenn man es nur ankündigt und danach passiert nichts, dann verpufft diese Ankündigung und dann verliert die Zentralbank sogar an Glaubwürdigkeit, was dann sogar im Prinzip nach hinten losgehen würde, weil das ist das Schlimmste, was einer Zentralbank passieren kann, wenn ihr die Märkte nicht mehr glauben. Jetzt, wenn ich ein kurzes Fazit ziehe, jetzt mit Blick auf das zweite Halbjahr, auch ins nächste Jahr hinein. Sie haben gesagt, möglicherweise wird das Umfeld für Anleihen wieder etwas gutmütiger, also dass wir da die schärfste Bewegung in den Zins nach oben gesehen haben. Aber Sie sagen ganz klar, das Umfeld für Aktien bleibt schwierig, weil erstens die Fed wird weiterhin hart bleiben müssen. Zweitens, die Gewinnschätzungen der Analysten kommen wahrscheinlich eher runter und wir haben es mit einer Abkühlung des konjunkturellen Umfelds zu tun. So kurz zusammengefasst. Jetzt in diesem Umfeld, im Bereich Aktien, welche Sektoren oder auch Geografien
bevorzugen Sie in diesem Umfeld? Ja, das ist natürlich dann die entscheidende Frage, wenn man tatsächlich, und das ist ja auch so, dass wir jetzt nicht Aktien untergewichten, unsere Allokation. Wir sagen jetzt nicht, man sollte Aktien verkaufen, sondern man sollte tatsächlich innerhalb des Aktienspektrums, wir sind Aktien für Aktien neutral gewichtet, ja, das ist also im Vergleich zur Benchmark oder zur Benchmark-Positionierung eine neutrale Gewichtung. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, ein Punkt ist ganz entscheidend, nämlich innerhalb des Aktienspektrums muss man sicherlich organisieren. Und da sind natürlich im Moment, gerade weil wir hohe Volatilität haben, wir haben die europäische Volatilität ungefähr in der Größenordnung von 30 im Moment. Das ist etwa das Doppelte von dem, was wir über den Durchschnitt der letzten 10 Jahre gehabt haben. Das ist also schon deutlich erhöhte Volatilität. Und in einem solchen Umfeld sind natürlich Sektoren, ganze Sektoren und auch natürlich einzelne Aktien besonders gefragt, die diesen Schwankungen weniger ausgesetzt sind. Und das sind natürlich die eher defensiveren Titel mehr als die Titel, die nun im Feuer der Weltwirtschaft stehen, vom Rauf und Ab der Konjunktur gebeutelt werden oder von Lieferkettenproblematiken stärker getroffen werden. Wenn man beispielsweise mal an Sektoren denkt, die eher defensiv sind und die schwankungsärmer sind, dann sind das solche im Bereich der Nahrungsmittelversorgung. Es sind aber natürlich auch solche im Bereich des Gesundheitswesens. Das ganze Gesundheitswesen hat ja auch eine erhebliche Aufwertung auch nochmal bekommen, übrigens auch in der Anlegerwahrnehmung durch die Covid-Pandemie, die Wichtigkeit dieses Systems, wie essentiell ist für das Funktionieren einer Gesellschaft, einer Wirtschaft insgesamt. Ja, es gab auch Studien, viele der Gesellschaften, die bessere Gesundheitssysteme haben, haben in der Covid-Pandemie deutlich besser performt, ja, weil sie schlicht und ergreifend ihre Gesellschaften nicht so stark runterfahren mussten und ihre Wirtschaft nicht so stark runterfahren mussten. Das sind Sektoren, die sicherlich hier als erste zu nennen sind. Dann sind natürlich nach wie vor Sektoren zu nennen, die im Moment, das muss man einfach sagen, auch wenn das vielleicht ethisch fragwürdig ist, die jetzt profitiert haben, weil sie besonders gefragt waren. Das sind natürlich auch Sektoren, die beispielsweise Energien liefern, auch wenn es fossile Energien sind, die beispielsweise Rohstoffe liefern. Wir glauben gerade auch, dass in der Rohstoffgeschichte eine längere, auch sehr interessante Betrachtung steht, wenn man an die grüne Transformation geht und an den Aufbau von Infrastruktur, an Kapazitäten, die dafür notwendig werden. Und das so zum Thema der Sektoren. Einen Aspekt möchte ich noch ansprechen, und das ist eine andere Differenzierung, nicht so sehr nach Sektoren, sondern eher nach der Bilanzqualität der Unternehmen. Wir achten zum Beispiel im Moment auch sehr stark darauf, dass die Unternehmen sehr solide Bilanzen haben, dass die Cashflows gut sind, dass die Gewinnentwicklung stetig ist, dass das Management gut ist, dass das Geschäftsmodell trägt. Und das sind die sogenannten Qualitätsunternehmen. Ja, also das ist eher eine Unterscheidung, nicht so sehr nach Sektoren, sondern nach sogenannten Faktoren. Und einen, den ich da noch nennen möchte, einen Sektor oder eine Faktorstrategie, die auch in dem Zusammenhang jetzt wichtig ist mit der Volatilität. Man kann ja zum Beispiel auch Aktienportfolien so zusammenstellen, beispielsweise über ETF-Strategien, dass man die Volatilität gezielt minimiert. Also sogenannte Minimum-Volatilitätsstrategien, die natürlich in einem solchen Umfeld auch, das kann man auch nachweisen, dann dramatisch outperformed haben. Und vielleicht mit dem Bezug auf die Regionen, da ist es so, dass man sich sicherlich auch ein bisschen danach orientieren muss, wo ist denn jetzt der Gegenwind am stärksten? Wenn ich jetzt schaue, welche Unternehmen werden sich wahrscheinlich stärker erholen, sind das eher amerikanische oder sind das eher europäische oder vielleicht sogar asiatische? Im Moment haben wir gesehen, wenn Sie sich die Juni-Performance angeguckt haben, dann mussten Sie eigentlich nur in China sein, ja, weil China die Wirtschaft nach den Lockdowns wieder hochgefahren hat, die Wirtschaftspolitik gibt Gas und die chinesischen Unternehmen haben dramatisch über 20 Prozentpunkte die europäischen und amerikanischen Indizes outperformt. Aber da sind wir dann auch wieder beim ethischen Thema. Ja, will ich wirklich in China investiert sein? Und letzte Betrachtung vielleicht, wenn ich unterscheide zwischen Europa und Amerika, dann muss ich eine Vorstellung darüber haben, was sind die großen Gefahren als Treiber für die Angst vor Rezession oder für wirtschaftliche Schwäche. Wenn ich davon rede, dass Gewinnrezession eventuell das große Thema ist, das die Investoren in der zweiten Jahreshälfte umtreibt. Und da ist einfach meine Interpretation, Europa ist so viel näher dran am Krieg in der Ukraine. Das ist die größte Katastrophe. Dieser Krieg ist die größte Katastrophe unserer Tage. Und ich glaube, dass deshalb im Moment die Befürchtung, dass Europa noch deutlich stärker und länger von diesem Krieg betroffen sein wird, und zwar negativ betroffen sein wird, als Amerika, das jetzt hauptsächlich deshalb an einer
Rezession entlang schrammt, weil man Angst vor einer sehr stark einbremsenden Zentralbank hat. Das ist ein völlig anderer Grund. Die Amerikaner interessiert die Ukraine und der Krieg in der Ukraine nur sehr sekundär. Das kann man wirklich so sagen. Für uns in Europa ist das überall und ist das Hauptthema. In Amerika ist es deutlich weiter hinten an. Und wenn man es alleine daran festmacht, dann würde ich schon mehr Erholungspotenzial auch wieder in amerikanischen Aktien sehen, wenn wir wieder positiver werden. Also eine regionale Allokation würde ich nach wie vor immer noch mit einem Übergewicht in Amerika gegenüber Europa festhalten wollen. Ich muss aber sagen, dass das meine persönliche Meinung ist. Wir als Haus sind zwischen Europa und Amerika im Moment neutral. Auch hier gleich eine Anschlussfrage. Sie haben gesagt, China war in den letzten 2 Monaten relativ betrachtet stark. Sie haben auch gesagt, man hat da gewisse ethische Überlegungen. Ist China überhaupt noch investierbar? Eine Frage hier ist etwas breiter, Emerging Markets generell. Die natürlich, China hat ein großes Gewicht in Emerging Markets, aber Emerging Markets generell betrachtet, ist das für Sie momentan spannend? Ja, allerdings verändert sich im Moment, also das, was wir bis vor relativ kurzer Zeit, bis vor der Covid-Pandemie vielleicht Emerging Markets genannt hätten oder genannt haben, verändert sich im Moment radikal. Also die Emerging Markets, wenn es sie jemals gegeben hat, die gibt es jetzt sowieso schon nicht mehr. Ja, man muss eigentlich zum Beispiel auch China aus den Emerging Markets herausrechnen. Es gibt ja auch inzwischen Anlagevehikel, die praktisch Emerging Asia ex China heißen. Also ich betrachte die asiatischen Schwellenländer, also praktisch Asien ohne Japan, aber ich nehme auch noch China raus, um halt über die sonstigen asiatischen Volkswirtschaften und sonstigen asiatischen Schwellenländer zu reden. Das ist der erste Punkt. Zum anderen muss man, glaube ich, in der Welt, also ab jetzt, ab dem, was sich im Moment gerade tut, mit allen großen Veränderungen, Pandemie, aber auch eine Art von Deglobalisierung, eine komplette Veränderung der gesamten Sicherheitsarchitektur weltweit, auch eine Veränderung von Allianzen. Wir haben es jetzt beim G7-Gipfel beispielsweise gesehen, wie stark auch der Westen versucht, andere Länder einzubinden, Argentinien, Senegal, Indien und so weiter. Wenn wir über Schwellenländer sprechen, dann müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass diese Schwellenländer natürlich jetzt auch sich hinstellen und schauen in einer Welt, in der wir immer stärker von einem Zweikampf reden zwischen Autokratien und liberalen Demokratien. Wer macht mir das bessere Angebot? Das heißt, es kann sein, dass eben Schwellenländer regelrecht versuchen, sagen wir mal, den Westen, USA und Europa, gegen China und eventuell andere, China, Russland und vielleicht noch andere auszuspielen oder sich in irgendeiner Weise dazwischen zu positionieren. Es wird wahrscheinlich wenige geben, die sich komplett irgendwie neutral positionieren und sagen, wir machen mit allen Business und versuchen hier neutral zu bleiben. Das wird schwierig werden. Also das ist, und das heißt, auch wenn ich auf die Attraktivität von Emerging Markets schaue oder von Schwellenländern schaue, dann kommt es auch sehr darauf an, dass ich eben nicht mehr einfach sage, meine westlichen Investitionen oder meine Aktien und Private Equity und was ich sonst noch habe in Industrieländern sind teuer geworden, also gehe ich jetzt mal, wir haben eine Risk-On-Stimmung, also gehe ich jetzt mal in die Emerging Markets und gucke und kaufe mir alles, was da so billig ist. Das wird nicht mehr gehen. Es wird deutlich stärker auch eine Rolle spielen, sowas wie geostrategische Erwägungen, ja, man muss sich überlegen, wenn man jetzt beispielsweise vor dem Ausbruch des Krieges zu stark in Russland investiert war, dann hat man im Zweifel viel verloren, ja. Also es ist, glaube ich, eine große Frage, wie man die Investitionen in die Emerging Markets anschaut. Und da muss man natürlich auch die klassischen Maßstäbe anlegen, die Sie ja auch schon angedeutet haben, nach der Governance-Qualität, nach der sozialen Qualität, aber eben auch nach den Umweltstandards. Und da muss man dann wirklich genau hinschauen, wie man einzelne Emerging Markets bewertet und ob man sie für investierbar hält oder nicht. Wenn China beispielsweise heute unter dem E in ESG, also unter dem Environmental, unter dem Umweltgesichtspunkt investierbar ist, weil dort eindeutig Verbesserungen gemacht worden sind, dann heißt es noch lange nicht, dass das Land in sozialer Hinsicht oder vielleicht auch in der Hinsicht der Governance sowohl von Unternehmen als auch von Staat investierbar ist. Also sehr komplexe Geschichte, so einfach, wie es in der Vergangenheit war, dass man gesagt hat, wenn meine Developed Markets heiß gelaufen sind, dann mische ich mal ein bisschen mehr Emerging Markets rein, solange wir Risk-On sind. Ich glaube, das funktioniert so einfach nicht mehr.
Ich habe zu diesem geopolitischen Thema eine Frage aus dem Publikum. Ich lese vor. Es geht um etwas Längerfristiges. Sind wir nicht in eine fundamental neue Ära eingetreten durch die Aufteilung der Welt in zwei Blöcke? Der Westen wird zunehmend von Rohstoffen und Arbeitskräften abgeschnitten. Muss sich das nicht in einer grundlegend anderen Bewertung des Aktienmarktes zeigen? Quasi in einem langfristigen Trend, dass es mit Aktien heruntergeht, einfach weil Rohstoffe und möglicherweise Arbeitskräfte, aber auch Absatzmärkte fehlen. Ja, das ist zumindest eine Befürchtung oder eine denkbare Entwicklung. Ich würde insoweit zustimmen, als dass ich sage, es ist eine Phase. Und das ist übrigens auch, warum ich glaube, dass es für viele sich so extrem unsicher anfühlt diesmal. Ja, wir haben alle schon irgendwie Rezessionen erlebt. Wir haben schon Situationen erlebt, in denen Zentralbanken einbremsen. Aber wir haben, glaube ich, niemand von uns hat jemals eine Situation erlebt, in der tatsächlich direkt vor unserer Haustür ein brutaler Angriffskrieg getobt hat, in der gleichzeitig wir in diesen riesigen genannten Systemwettbewerb eintreten zwischen den Autokratien und den liberalen Demokratien, in der wir versuchen, eine riesige Aufgabe, eine Jahrhundertaufgabe, nämlich die des Klimawandels, also den Klimawandel zu bekämpfen und die Energiewende voranzutreiben, indem wir gleichzeitig auch vor vielleicht nicht länger funktionierenden westlichen Gesellschaften stehen. Denken wir mal daran, an die wirklich ganz konkrete Gefahr. Wenn Sie sich jetzt mal die Supreme Court-Urteile in den USA anschauen, in welche Richtung die amerikanische Gesellschaft geht, das ist absolut besorgniserregend. Und wenn Sie sich anschauen, was da bei den Midterm-Elections in diesem Jahr rauskommen könnte oder bei den Präsidentschaftswahlen dann in 2,5 Jahren, da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Und also in dieser extremen Phase der Unsicherheit sind wir im Moment. Und ich glaube, ich habe es vorhin den Begriff auch schon mal erwähnt, Deglobalisierung. Das ist ein bisschen irreführend deshalb, weil die Globalisierung eigentlich schon seit 10 Jahren sich nicht mehr intensiviert. Sie ist aber zumindest seitwärts gelaufen, also ungefähr seit 10 Jahren, seit 2011, um genau zu sein. Aber jetzt tatsächlich die Globalisierung, also die Intensität des Welthandels, gehandelte Güter, Export, Import, gemessen am globalen Output, tatsächlich deutlich rückläufig geworden ist. Und wenn das passiert, was der Zuschauer oder die Zuschauerin hier gefragt hat, dann geht das sehr, sehr stark in eine Richtung, die wir auch feststellen, tatsächlich, nämlich einen Fokus auf die jeweilige Heimatregion, wenn man so will. Wir haben es gesehen unter Trump, America First, das war besonders plakativ. Die Chinesen machen es etwas subtiler, die nennen das, also auf Englisch heißt es Dual Circulation, das ist praktisch ein geschlossener innerer Wirtschaftskreislauf innerhalb des großen Kreislaufs, wo die chinesische Wirtschaft natürlich in die Weltwirtschaft integriert bleibt. Und die Europäische Union hat auf diese Strategien und Initiativen anderer Blöcke inzwischen auch reagiert, indem sie beim Gipfel in Versailles vor einigen Wochen auch beschlossen hat, eine stärkere europazentrische Strategie zu machen. So, was jetzt angesprochen war, war eventuell der Mangel an Arbeitskräften, was natürlich mit unseren Demografien zu tun hat. Das heißt, ein weiteres Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber auch den ganzen Problemkreis erweitert. Wir sind einfach nicht gut genug bei Integration. Wir müssen die Migrationsthemen deutlich besser steuern, aber auch managen. Also sowohl Menschen, die schon hier im Land sind, als auch zukünftige Menschen, die ins Land kommen, also um das Arbeitskräfteproblem besser in den Griff zu bekommen, solange wir so faul bleiben, wie wir halt sind und so wenige Kinder produzieren, wie wir halt haben. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage der Rohstoffe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn wir schauen, welche großen Ambitionen wir haben bezüglich der Energiewende, ich habe davon gesprochen, das ist eine der großen Aufgaben wird unserer Zeit. Wir werden das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich sowieso nicht mehr erreichen, aber wir müssen alles tun, um möglichst nah ranzukommen. Wir sehen, dass die Umweltkatastrophen jeden Tag, müssen jeden Tag in die Nachrichten schauen, sehen irgendwelche Extremwetterereignisse in irgendwelchen Teilen der Welt. Der Klimawandel ist da, wir müssen ihn adressieren. Und wir sehen aber zum Beispiel, dass wenn wir auf eine Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte umstellen wollen, dass wichtige Rohstoffe, die wir dafür brauchen, eventuell aus autokratisch regierten Ländern kommen. Wenn wir jetzt mal alleine an die Batterieherstellung denken, denken an Lithium, denken an Kobalt, dann sind wir schon wirklich sehr, sehr stark in Ländern, die uns da vors Loch drücken können und den Hahn zudrücken können. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich in der Zukunft, und das wäre meine etwas optimistische Wendung der Frage,
Und entschuldigen Sie die lange Antwort, weil ich glaube, diese Frage ist zentral und die ist extrem wichtig, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass man mit deutlich härteren Manschetten, mit deutlich härteren Bandagen auch verhandelt und internationaler Handel sich deutlich verstärkt und es auch wesentlich stärker so auf Begriffe wie zu welcher Allianz gehöre ich und wie hoch ist deshalb mein Preis, wenn ich im Prinzip in der gleichen Allianz bin und ich bin hier im Bereich des Friendshoring, wie es ja so schön heißt, ja, also ich bin im Bereich des wirtschaftlichen Austauschs mit befreundeten Ländern oder Regionen, dann werden wahrscheinlich die Transaktionskosten deutlich geringer sein. Sie werden aber dramatisch nach oben gehen, wenn ich diese Grenze überschreite und will im Prinzip von der anderen Seite der Welt sozusagen, also ich als liberale Demokratie Geschäfte machen mit Autokratie XY auf der anderen Seite der Welt, dann wird das die Transaktionskosten erheblich in die Höhe treiben. Darüber müssen wir uns klar sein. Und ich glaube nicht, dass es notwendigerweise zu einem Stillstand kommt. Deshalb glaube ich auch nicht an ein Ende der Globalisierung. Sie wird aber komplett anders und sie wird mit härteren Ellenbogen ausgeführt werden. Insofern glaube ich, dass wir schon an der Schwelle zu einer neuen Realität stehen. Und wie gesagt, ich glaube, diese Frage war extrem wichtig, weil sie auch den Hinweis gibt in die Tatsache, dass wir nicht nur mit einer Krise, sondern gleich mit ganz, ganz vielen zu tun haben. Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich habe noch ziemlich viele Fragen aus dem Publikum. Ich werde nicht alle nehmen können. Ich schlage aber vor, ich nehme noch zwei. Die erste Frage dreht sich nochmals um das Thema Fed, geldpolitische Straffung. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass die Fed in einem Straffungszyklus irgendwas kaputt gemacht hat. Quasi the Fed tightened until something breaks. Die Frage hier ist, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass eben auch diesmal es zu einem Umfall kommt, zu einem schwarzen Schwan? Gibt es aus Ihrer Sicht hier finanzwirtschaftliche, realwirtschaftliche Bereiche, die besonders gefährdet sind für einen Unfall? Ja, das sind wahrscheinlich wirklich die Bereiche, die stärker in das Wachstum auch exponiert sind. Und man darf ja natürlich auch nicht unterschätzen, dass hier multiple Effekte zusammenkommen. Einerseits die Straffung von Finanzbedingungen, also Verfügbarkeit von Kapital. Das sind natürlich besonders auch kapitalintensive Sektoren besonders gefährdet, die dann mit Rückschlagspotenzial daherkommen. Natürlich auch im Bereich der Technologie, ja, das gerade in der Hochtechnologie, wo sehr, sehr viel Geld investiert wird in die Forschung, in die Erforschung von neuen Technologien, neuen Prozessen, aber auch neuen Gerätschaften beispielsweise. Das könnte einer der Verlierer sein, wenn die Finanzierungsbedingungen sich eventuell doch deutlich stärker verschlechtern, als es jetzt gedacht wird. Im Übrigen, diese Zitate sind ja immer wieder auch aufgetaucht, ja. Ein amerikanischer Wachstumszyklus, der stirbt nicht an Überalterung, der wird immer noch von der Fed zu Tode gebracht. Und inzwischen ist natürlich diese Erwartung, dass dieser Unfall passiert, dass man praktisch wirklich eine massive volkswirtschaftliche Beeinträchtigung erst sehen muss, bevor wir zu diesem Punkt kommen, wo die Fed dann sagt, nein, weiter gehen wir hier nicht. Aber wenn man sich überlegt, das ist ja ein Schritt, der durchaus noch über mehrere Zinserhöhungen tragen kann, bevor man überhaupt bei der neutralen Rate angekommen ist. Das heißt, da können wir im Prinzip die Zinsschritte über diesen Sommer noch machen und dann sind wir immer noch nicht ganz bei der neutralen Rate. Und das ist wahrscheinlich schon die Überlegung, warum wahrscheinlich der September-Schritt noch komplett kommen wird und erst dann eventuell frühestens das Umdenken stattfindet, diese Drehung oder dieses Einkassieren der eigenen Vorhersagen unter der Prämisse, dass dann die Inflation zumindest ein Plateau bildet oder wir eben auch auf der Wachstumsseite deutliche Einbußen sehen. Also von daher könnte man es vielleicht so wenden, dass man sagt, wir müssen noch keinen wirklich volkswirtschaftlichen Einbruch sehen, aber wir sollten auf jeden Fall schon deutliche Bremsspuren sehen mit auch wirklich Frühindikatoren, die auf Schrumpfung und auf Rezession hindeuten. Also ich würde sagen, dass wir zumindest auch bei den Einkaufsmanager-Indizes Werte unter 50 sehen müssen, bis die Fed hier wirklich das Ruder umlegt. Ja, das ist wahrscheinlich die Voraussetzung. Dann noch eine letzte Frage. Mit dem Ausblick, den Sie geben für Aktien, würden Sie heute mit dem Kauf von Aktien noch zuwarten?
Und ab wann, quasi, was wären die Signale für Sie, wo Sie wieder einsteigen würden? Und ich erlaube mir gleich noch eine Nebenfrage einzumischen am Schluss. In diesem ganzen Gemengelage, wie steht es eigentlich mit Gold im Portfolio? Ich nehme mal die Goldfrage als erste, weil das ein bisschen leichter vielleicht zu beantworten ist. Ich glaube, dass wir im Moment Gold wirklich in der Zwickmühle sehen. Einerseits ist Gold natürlich eine gefragte Absicherung für Inflationsangst und auch für große Schwankungen im Portfolio. Auf der anderen Seite ist der Gegenwind für Gold immer dann, wenn der Dollar stärker ist und natürlich auch die Zinserwartungen steigen. Ja, weil die Opportunitätskosten der Goldhaltung nehmen natürlich mit steigenden Zinsen zu. Jetzt kann man sich überlegen, werden die Zeiten oder diese vier Determinanten sozusagen abklopfen? Werden die Zeiten demnächst weniger volatil? Vermutlich nein. Wird die Inflation sehr stark zurückkommen und Richtung alte Werte, 2% etc. gehen? Selbst wenn sie zurückkommt, dann nicht Richtung 2%. Also auch das lässt die Attraktivität für Gold hochbleiben. Auf der anderen Seite sehen wir vermutlich, dass die Aufwertung des US-Dollar in dem Moment, wo der Markt zu dem Schluss kommt, viel weiter wird es bei der Fed nicht gehen mit den Zinsen. Und das wird jetzt eine Frage der nächsten vielleicht 3, 4 Monate sein. Dann nimmt der die Aufwertung, wo die EZB jetzt Zinsen geht, mal vielleicht 50 Basispunkte macht, der Euro wieder ein bisschen aufwertet gegenüber ihrem Preis. Und last but not least, die Zinsangst, das hatte ich auch vorhin ausgeführt, sollte eher verschwinden, nicht binden, aber zumindest rückläufig sein. Auch das würde für den Goldpreis sprechen. Das heißt, wenn ich alle vier Argumente ziehe und eine Abwägung vornehme, dann würde ich sagen, dass zu alle eher für einen stärkeren Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte sprechen. Ich denke also, dass Gold das Jahr mit einem milden Plus beenden wird. Jetzt habe ich doch glatt die andere Frage vergessen. Sagen Sie mir gerade noch mal bitte. Ja, die andere Frage war, würden Sie jetzt noch zuwarten mit dem Kauf von Ja. Aktien? Und wann wäre für Sie das Signal, dass man wieder rein kann? Genau, vielen Dank. Also ich glaube, dass es im Moment noch nicht der Zeitpunkt ist, wo man tatsächlich mit großen Volumina in den Aktienmarkt wieder hineingeht. Aber ich glaube, es ist immer eine gute Gelegenheit, wenn man ständige Zuflüsse hat, diese auch benchmarknah in Aktien zu investieren. Und ich habe ja schon einige Sektoren und auch Faktoren identifiziert, in die das Geld dann fließen sollte. Jetzt wirklich trockenes Cash in einem Schub in den Aktienmarkt zu investieren, würde ich für verfrüht halten, weil dafür einfach die Cost of Carry, also die Verluste, die man eventuell hat, wenn der Markt doch noch weiter nach unten geht, und ich habe ja ausgeführt, dass das sehr wohl möglich ist, zu hoch wären. Wir kommen aber natürlich, je näher wir uns dem Tiefpunkt nähern, und wenn wir sagen, wir kommen beispielsweise, der Markt preist eine Rezession ein und wir haben im Prinzip bei den Gewinnrevisionen den Drehpunkt sozusagen in der Nähe. Selbst wenn man dann sind natürlich die ersten längst wieder drin im Aktienmarkt, dann hat man die ersten vielleicht 10% sogar schon verloren. Aber wenn man dann anfängt, wieder graduell Positionen aufzubauen, das wäre dann der richtige Zeitpunkt. Ja, ich glaube nur noch nicht, dass wir da schon wieder sind. Prima, ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Martin Lück, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Fragen. Es ist mir bewusst, ich konnte nicht alle Fragen berücksichtigen, aber ich denke, wir haben ein schönes Spektrum abdecken können. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen schönen Abend, einen guten Sommer. Halten Sie die Ohren steif und die Märkte werden aller Voraussicht nach anspruchsvoll bleiben. Wir werden also noch viel miteinander zu besprechen haben. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank, Ade.